Mike Dindel enthüllt, wie rührend die Königin ihn und Zara nach ihrer Fehlgeburt tröstete. Im Jahr 2016 war die Königin zu krank, um an ihrem jährlichen Weihnachtsdienst in Sandringham teilzunehmen, und während dieser Zeit hatten Mike und Zara Dindel ihr Baby tragisch verloren. Während der Rest der Royals ausstieg, hatten die drei zu Hause einen eigenen privaten Dienst. Mike Dindel ging auf, wie die Königin ihn und seine Frau nach ihrem Verlust getröstet hatte, und enthüllte in der Talkshow House of Rugby. Vor 2 Jahren fühlte sie sich nicht besonders gut und sie ging nicht in die Kirche, und wir apostroph natürlich hatten wir das mit unserer Schwangerschaft durchgemacht. Die wir verloren hatten, also haben wir unser eigenes kleines Privates gemacht, genau wie eine 3. Mike Dindel verriet, wie die Königin ihn und Zara Dindel nach ihrer Fehlgeburt tröstete. Mike fügte hinzu, dass die Königin dunkle Farben mit traurigen Zeiten verband, dass er an diesem Weihnachtstag jedoch einen bunten Anzug trug. Er sagte, ich war wie vielleicht sollte ich heute etwas anderes tragen, aber ich versuchte die Stimmung zu heben. Alex Payne und James Haskell, die neben Mike im Panel waren, fragten ihn, ob es funktioniert habe, worauf er antwortete: Das hat es getan. Im September berichtete Zara in einem emotionalen Interview mit BBC Breakfast-Moderatorin Sally Nugent über den Herzschlag ihrer beiden Fehlgeburten. Ich denke, das ist das Schwierigste in unserer Situation, dass alle es wussten, erklärte sie, während sie die Tränen zurückwarf. Und wenn so etwas passiert, ist es normalerweise nur ihre Familie und Freunde. Zara und Mike kommen am Weihnachtstag 2018 zum Sandringham-Gottesdienst an. In Bezug auf die Unterstützung der Öffentlichkeit fügte Zara hinzu, eigentlich hatte ich so viele Briefe mit den Worten, es tut mir so leid, wir haben das Gleiche durchgemacht, was unglaublich war, und ich danke all diesen Leuten. Aber es hat nur gezeigt, wie oft es passiert und ich habe eine sehr unterstützende Familie, Mikes unglaubliche, und das ist auch schwer für die Jungs. Sie fügte hinzu, für uns ist das ganz anders, weil wir das Kind tragen, aber für Jungs ist es irgendwie das hilflose Gefühl, das für sie unglaublich hoch und schrecklich sein muss. Am Ende des Tages haben sie immer noch verloren, auch ein Kind. Zara und Mike begrüßten im Juni 2018 ihre zweite Tochter Lena und machten ihre älteste Tochter Mia, 4. zu einer großen Schwester. Mike verriet: Hallo. Dass Mia mit ihrem jüngeren Geschwister brillant war und ihre neue Rolle sehr gut angenommen hatte. Sie sagte, Mia ist sehr glücklich, eine große Schwester zu sein, sie ist glücklich darüber. Wir sind glücklich, dass Leute, die Lena ein Geschenk geschickt haben, auch über Mia nachgedacht haben, also bekommt sie auch etwas zum Öffnen.